Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag am 1. April. Heute mit diesen Themen. Es gibt einige Informationen von der Pressekonferenz des Vorarlberger Unternehmen BPC. Einige Eindrücke vom Snake and Hammers in der Silvretta Montafon. Sowie die News, Sport und das Wetter. Ein großer Tag für BPC, das Vorarlberger Unternehmen, übernimmt den ehemaligen Mitbewerber Bodensee Organization Products in Meckenbeuren. Wir waren bei der Pressekonferenz am Kaiserstrand in Lochau mit dabei und haben einige Informationen für Sie zusammengefasst. Die Übernahme von Bodensee Organization Products, kurz BOP, ist laut BPC-Geschäftsführer Peter Bernatzig für beide Seiten ein Glücksfall. Ja, wir haben zusammen mit der Bodensee Products uns angeschaut, ob wir nicht zusammen besser arbeiten können und mehr erreichen. Wollen wir langfristig die Arbeitsplätze in der Bodenseeregion sichern? Das können wir, indem wir unsere Stärken bündeln und die Synergien hebeln, und das ist etwas, wo wir uns in Zukunft ausrichten werden. Der Umsatz der BPC erhöht sich durch diese Fusion auf 7 Millionen Euro. Genau deshalb sollen auch die beiden Produktionsstandorte in der Bodenseeregion in Zukunft weiter gestärkt werden. Die Synergien sind vor allem im Einkaufsbereich. In den Arbeitsprozessen, da wollen wir es machen, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten. Das ist vor allem eine stolze Zahl. Wir haben von 35 bei BPC und 28 Mitarbeitern bei Bodensee Product uns fast verdoppelt, und das ist etwas, wo wir schon ganz stolz drauf sind. Stolz ist man auch auf Seiten der Bodensee Organization Products. Eigentümer und Geschäftsführer Norbert Buck freut sich dabei sichtlich über die gelungene Fusion. Ja, es ist eine Nachfolge für mich. Und dann eigentlich im Prinzip auch die ideale Ergänzung, sowohl technischerweise, persönlicherweise und, sag ich mal, auch in der Region sind wir zu Hause, beide. Das ist eine sympathische Lösung. Wir haben gut zueinander gefunden und ja, die Sorge dann auch um die Mitarbeiter und um den Standort. Irgendwo, ich habe so das Gefühl, das passt. Die großen Gewinner dieser Fusion sind aber in erster Linie nicht die beiden Unternehmen, sondern vor allem auch die Kunden, deren Wünsche in Zukunft noch zielgerichteter erfüllt werden können. Es ist so, dass wir natürlich hier jetzt in der Lage sind, über die Grenze hinaus perfekt zu bedienen. Wir haben zwei Kompetenzzentren. Wir haben in Deutschland, in Meckenbeuren, das Kompetenzzentrum, wo wir Ringbücher in Zukunft herstellen werden, und in Vorarlberg mit den erfahrenen Mitarbeitern Kunststoffprodukte, Hüllen, Verpackungen produzieren werden. Und vor allem sind wir dann auch flexibel, wo wir uns bei Engpässen nochmal aushelfen können und füreinander einstehen. Und ganz wichtig, darum bleiben auch beide Produktionsstandorte erhalten, weil wir die Nähe zum Kunden und die Flexibilität weiterhin hochhalten wollen. Soweit zur Pressekonferenz von BPC, und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Messegelände wird um 28 Millionen Euro umgebaut. Das Land Vorarlberg hat am Dienstag grünes Licht für die Modernisierung des Dornbirner Messegeländes gegeben. 7 bis zu 40 Jahre alte Hallen sollen um rund 28 Millionen Euro durch 3 neue Hallen und einen Logistikhof ersetzt werden. 60% der Kosten trägt das Land Vorarlberg, 40% die Stadt Dornbirn. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2015 geplant. Zuvor muss der Landtag allerdings noch zustimmen. Mehr Arbeitslose durch Schneemangel. Aktuell sind 9.259 Personen beim AMS Vorarlberg als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 551 Personen mehr als im Vorjahr. Aufgrund des Schneemangels in den Vorarlberger Tourismusregionen ist es zu frühzeitigen Freisetzungen von Tourismusbeschäftigten, aber auch von Angestellten der Liftgesellschaften gekommen. Neben der insgesamt noch verhaltenen Wirtschaftsentwicklung ist dies der Hauptgrund für den Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Vorjahresvergleich. Und Asylwerber dürfen Lehre machen. Asylwerber dürfen in Österreich per Gesetz nicht arbeiten. Um das zu ändern, ist die Caritas auf die Wirtschaftskammer zugegangen. Ein gemeinsames Pilotprojekt der Caritas Vorarlberg und der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Vorarlberg ermöglicht nun 12 jugendlichen Asylwerbern eine Ausbildung im Tourismusbereich.
Wir haben 8 Jugendliche im Moment in einem bestehenden Lehrverhältnis und 4 weitere sind noch sozusagen in einem Schnupperprozess. Die suchen noch Betriebe. Wir wollen die noch mit anderen ausgezeichneten Lehrbetrieben zusammenführen. Und die Erfahrungen sind durchweg sehr gut. Die Caritas hat hier Jugendliche ausgebildet, die ein sehr hohes Engagement an den Tag legen und diese Ausbildung auch tatsächlich wollen und sich wirklich bemühen. Da und dort gibt es das eine oder andere sprachliche Problem, das wir aber im Einzelnen Fall auch gemeinsam mit der Berufsschule, die ist ja in diesem Prozess und in diesem Projekt integriert, lösen können. Am vergangenen Wochenende wurde in der Silvretta Montafon beim Snake and Hammers zum zweiten Mal der Snowboarder mit den besten Overall-Skills gesucht. Unsere Kollegen von Montafon TV waren mit dabei und haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Bei dem einzigartigen Snowboard-Contest, in dem sich Amateure mit Local Heroes, Snowboard-Legenden und aktuellen Pros messen, müssen sowohl Zeitmessung als auch Obstacle-Judging auf einem in seiner Art einzigartigen Banked-Slope-Style-Kurs gemeistert werden. Nicht zu schlagen waren Spenger O'Brien und Seppi Smith, die sich den Sieg bei den Damen und den Herren holten. It feels awesome. I love this event so much. And you know, it's just such a fun time with everybody to come out here and ride. And yeah, the course was super sick again like last year and yeah, just stoked to come away with a win. Oh, I had such a great time here. It was, yeah, we had probably the perfect 3 days, just sunshine every day, super warm conditions, slushy course and just a good crew of riding. So I really enjoyed it and the course was super fun to ride. Definitely something I want to do again next year. Beide also hellauf begeistert vom Event und dem Kurs, bei dem die Eigenschaften eines traditionellen Bankslaloms mit den Features eines Slopestyle-Events kombiniert werden. Der Nike Snowpark Montafon überzeugte also einmal mehr und das Preisgeld in der Höhe von insgesamt 8000 US-Dollar kann sich ebenfalls sehen lassen. Bei uns geht's auch sportlich weiter mit den Nachrichten aus der Welt des Sports im Überblick. Radsportlerin Melanie Amann steckt mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Den letzten Feinschliff holte sich die Hohenemserin kürzlich bei einem Trainingslager am Gardasee. Unter optimalen Bedingungen wurde an der Formkurve für die lange Qualifikation für die Youth Olympic Games in China gearbeitet. Das erste Rennen bestreitet Amann am kommenden Sonntag ebenfalls in Italien. Soweit zum Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt's jetzt. Integration im Tourismus. Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien absolvieren Lehrausbildung in heimischen Hotels und Restaurants. Weltautismustag. Rund 200 Menschen mit Autismus leben in Vorarlberg. Sie haben noch immer mit vielerlei Schwierigkeiten zu kämpfen. Und Vorarlberger Feuerwehr will durch Strukturerneuerung eine bessere Tagesalarmierung und raschere Einsätze erreichen. Auch sie kämpft um die Mitgliedschaft von mehr Frauen im aktiven Verband. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Highlife Reisen und Intersky. Starten Sie Ihren Urlaub vor der Haustüre und genießen Sie höchsten Reisekomfort. Besuchen Sie uns in der Halle 14 auf der Schaumesse vom 3. bis zum 6. April in Dornbirn, auf www.highlife.at oder in einem unserer Reisebüros. Die heutige Nacht verläuft gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 17 Grad. Der Wind weht mit 9 km/h aus Süd-Südosten. Wolken und mögliche Nebelreste lösen sich am Mittwochmorgen rasch auf und es wird überwiegend sonnig. Es wird wieder ausgesprochen mild, Tiefstwerte am Mittwoch 8 bis 15 Grad, Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Der Donnerstag verläuft leicht föhnig, hohe, teils dichtere Wolken ziehen durchs Ländle und schatten die Sonne immer wieder ab. Es bleibt aber mild. Der Freitag startet noch recht sonnig, im Laufe des Tages tauchen vermehrt Quellwolken auf und über den Bergen sind einzelne Schauer möglich. Und am Samstag regnet es bei Temperaturen von 9 bis 17 Grad.